Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Prelude of the Chambered. Ja, Prelude of the Chambered ist ein Spiel, das für den 21. Ludum Dare-Wettbewerb gemacht wurde, wie man hier auch unter About sehen kann. Und ja, der Ludum Dare-Wettbewerb ist ein Wettbewerb, für den Spiele gemacht werden müssen. Und zwar nicht irgendwelche Spiele, sondern Spiele, die in 48 Stunden entstehen. Und zwar wirklich komplett von vorne. Das heißt, müssen in 48 Stunden gecodet werden. Die Grafik muss gemacht werden, das Gameplay, die Levels und Gegner und hast du nicht gesehen. Einfach alles, was dieses Spiel braucht. Und ja, nicht unbedingt Gegner. Das kommt natürlich darauf an, was für ein Spiel man macht. Aber dieses Spiel hat Gegner. Und Prelude of the Chambered ist von Markus Persson. Und ja, der ist unter Notch besser bekannt. Und Notch sollte euch ein Begriff sein, denn Notch hat Minecraft erschaffen. Und wenn ihr nicht wisst, was Minecraft ist, dann, keine Ahnung, habt ihr wahrscheinlich das letzte Jahr unter einem Stein gewohnt und überhaupt nichts von dem Hype mitbekommen. Also die einen lieben es, die anderen hassen es, aber das ist mir jetzt eigentlich vollkommen egal. Minecraft soll jetzt hier nicht das Thema sein, denn ich möchte mit euch Prelude of the Chambered spielen. Ich sage mal, wir fangen ein neues Spiel an und wir starten in einer Gefängniszelle. Toll. Na gut. Und wir suchen mal die Wände, denn wie man sehen kann, diese Wand sieht anders aus als die anderen Wände. Und wir können sie einreißen. Wunderbar. Gehen wir mal weiter. Guck mal hier. Ein Trinket, ein kleiner Pokal. Ja, von diesen Pokalen gibt es 12 im Spiel. Ich weiß leider nicht, was passiert, wenn man alle 12 sammelt, weil ich das Spiel noch nicht durchgespielt habe. Hier kommen wir auch gerade nicht weiter. Da ist eine Steinkugel im Weg. Aber ich habe das Spiel schon fast zum Ende gespielt. Ich bin bloß leider beim letzten Boss gescheitert. Und zwar dreimal. Und ich habe eigentlich jetzt, ist es diese fünfte Aufnahme, sechste Aufnahme, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schon habe ich schon einige Versuche gebraucht, um hier dieses Spiel für euch zu let's playen. Unser erstes Item gefunden, den Power Glove. Smash! Ja, den Power Glove. Gut, damit können wir nämlich diese Kugeln jetzt wegschieben. Und ja, ich bin halt öfters mal gestorben, weil teilweise die Stellen ein wenig nervig sind im Spiel. Hallo Fledermaus, du musst leider sterben. Und ich werde versuchen, jetzt so wenig Schaden wie möglich zu nehmen. Komm, stirb. Und deswegen habe ich gerade auch nicht geredet, als ich die Fledermaus bekämpft habe. Weil ich mich da konzentrieren muss. Weil man doch ziemlich leicht Schaden von denen nimmt, wenn man zu nahe steht. Ah, leider. So, aber wir haben jetzt hier vier Schalter. Und wie man sehen kann, das sind vier Türen. Und wenn ich mal auf einen Schalter drauf gehe, ups, die Tür geht auf. Also, machen wir einfach, was logisch erscheint und versuchen irgendwie diese Kugeln auf die Schalter zu kriegen. Das mache ich so, indem ich mich einfach, also erstmal, indem ich, damit geht die Tür auf, okay, indem ich die Kugel natürlich irgendwie gegen eine Wand schleudere und dann versuche ich, okay, das hat gut so auch funktioniert, mich in den Weg der Kugel zu stellen, damit die Kugel halt von der Wand abprallt und dann gegen mich und dann stehen bleibt auf dem Schalter. Damit die Türen offen bleiben. Das sind mehrere. Und jetzt habe ich erstmal die beiden geöffnet und dadurch ist auch die hier aufgegangen. Und da finden wir noch einen Heiltrank drin, der uns doch sehr nützlich sein wird. Und ich habe die hier noch nicht aufgemacht, denn wenn ich die hier aufmache, schließt sich diese Tür da wieder automatisch. Jetzt muss ich nochmal gucken, was die nächste ist. Ich vermute mal der Schalter. Nein, das war nicht der Schalter. Ja, also mittlerweile kenne ich die Rätsel hier halt auch schon, weil ich das Spiel halt schon einige Male gespielt habe, jetzt mittlerweile leider. So, genau. Dadurch ist jetzt die Tür hier offen. Und wir haben eine Pistole gefunden. Piu, piu, piu. Aber die sparen wir uns auf, die Munition. Und wie man sehen kann, die Tür ist jetzt zu. Das heißt, wir schnappen uns den letzten Felsen und rollen ihn hier noch auf den Schalter drauf. Damit sind alle Türen offen und ein Raum voller Fledermäuse öffnet sich uns. Und da ist eine grüne Fledermaus, wie man sehen kann. Und das ist ein Boss. Es gibt insgesamt vier Bosse in diesem Spiel. Der vierte hat mich immer getötet. Oder, naja, die letzten drei Male hat er mich getötet, was ein wenig nervenaufreibend ist, denn wenn man in diesem Spiel stirbt, muss man von ganz vorne wieder anfangen. Man verliert alle Items, alles ist wieder zurückgesetzt, also man fängt quasi aus dem Hauptmenü wieder an. Toll, ich habe mich treffen lassen. Das ist überhaupt nicht gut. Komm, stirb, Fledermaus. Stirb! Ich möchte an die grüne Fledermaus, ihr seid mir nur im Weg. So eine graue, nein, zwei graue noch.
also normale. Und ja gut, jetzt ist der Boss weiter vorne. Ne? So, alles wieder mal tot. Der Boss ist auch tot. Er lässt uns einen Schlüssel fallen. Yippie-yay. Wie man sehen kann, wir haben jetzt einen von vier Schlüsseln. Und es gibt vier Bosse im Spiel. Hier ist übrigens noch ein Pokal, ein versteckter. Da geht es nicht weiter. Man muss vier Schlüssel sammeln, um ein Tor öffnen zu können. Und ich vermute mal. Hier ist noch was hinter. Das vermute aber ich aber nicht. Das weiß ich. Ich muss das nur geschickt machen, dass ich die Kugel dann hier raushauen kann. Aus dem Gang. Komm schon. Ja. Das ist der Weg. So, wunderbar. Und dann kann ich hier noch einen Pokal finden. So, gehen wir mal wieder ins Gefängnis zurück. Denn jetzt haben wir den Power Glove und können die Kugel wegschieben. Ja, aber warum vermute ich, dass man kommen muss? Weil wir im Gefängnis angefangen haben und halt auf einer Insel uns befinden, die wir gleich sehen werden. Wenn ich diese Kugel in dieses Loch schubse, denn da sind Löcher, da kann ich nicht drüber. Und diese Kugel hier auch noch in das zweite Loch schubse. Ungefähr so. Keine Geheimgänge. Gut, ich halte nochmal die Augen offen. Sehen wir Entering the Island. Das heißt, wir sind auf einer Insel und es ist Nacht. Und wir wissen überhaupt nicht, wo wir sind oder wer wir sind. Und hier ist eine Tür, die meinte ich. Und hier sind vier Löcher. Und ich denke mir mal, wir brauchen alle vier Schlüssel. Oh, hallo, Auge. Ja, ein anderer Gegner, andere Gegnerart. Ich denke mal, wir brauchen die vier Schlüssel, um das öffnen zu können. Und dann können wir auch von dieser Insel verschwinden. Und ja, ich vermute auch, das wird dann das Letzte sein. Ui, Eis. Ja, mit dem Eis kann ich leider nur schlittern. Ich kann jetzt nicht vernünftig steuern, während ich schlittere. Deswegen ist das ein bisschen doof. Da kommen wir jetzt leider noch nicht hin, obwohl wir da schon eine Schatztruhe sehen können. Aber naja, gehen wir erstmal hier runter in die Frost Cave, die Eishöhle. Genau, aber warum vermute ich, dass es dann zu Ende ist? Weil, aua, weil die mich hier angreifen. Nein, weil auf Notchs Blog hat er das Spiel vorgestellt und er hat geschrieben, dass es vier Bosse gibt. Das heißt, ich habe alle vier Bosse schon gesehen und nach dieser Tür wird dann kein weiterer Boss mehr auftreten. Was für mich so viel bedeutet, dass das Spiel dann zu Ende ist, sobald wir durch diese Tür gehen, die wir gesehen haben, mit den vier Schlüsseln. Komm her. Wunderbar. Gehen wir mal rüber, holen den Pokal. Da können wir noch nicht durch. Durch die Stäbe. Deshalb gehen wir mal ganz hier rüber und schlittern hier durch. Um das Auge auch zu besiegen. Stirb, Auge. Hier ist ein Geheimgang. Noch ein Heiltrank können wir sehr gut gebrauchen. Wirklich sehr gut. Hier ist ein kleines Rätsel. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte gegen diesen hier und dagegen und dagegen und dann holen wir uns diesen Pokal. Juhu, wir haben schon fünf Pokale gefunden. Und hier noch eine Schatztruhe, da sind die Skates drin. Scharf, ja. Wir haben die Skates ausgerüstet, damit können wir uns jetzt frei auf dem Eis hin und her bewegen. Und wir waren ja hier noch. Hier ist noch eine Tür. Öffnen wir die mal. Und da ist ein weiterer Bosskampf. Jetzt ist das Problem, ich kann nicht gleichzeitig die Skates benutzen und angreifen. Deswegen, aber muss ich mir anders behelfen. Ich werde jetzt die Pistole benutzen. Auch wenn ich. Ja, komm. Weil den Gegner kann ich sonst nicht richtig besiegen. Aber. Na toll. Na toll, okay, ich muss es so machen. Es ist halt blöd. Ich möchte ihn gerne besiegen und mich selbst dort treffen zu lassen, aber das geht dank des Eises nicht. Wie man vielleicht hier bemerkt. Das ist ein wenig doof, das ist toll. Hallo, wie oft trifft er uns? Oh Gott, der hat uns sechsmal getroffen, was überhaupt nicht gut ist. Nein, überhaupt nicht gut. Wir haben ja auch keine Munition mehr, das macht jetzt aber nichts. Wir finden noch weitere Pistolen, also noch mehr Munition. Und ja, die habe ich jetzt hier verbraucht, weil ich sonst immer irgendwie noch 28 oder so übrig hatte. Was halt nutzlos war. Und ja, deswegen habe ich die jetzt mal hier verbraucht. Das hat zwar nicht wirklich was geholfen, aber naja, lässt sich jetzt leider nicht mehr ändern. Gehen wir mal hier lang, öffnen diese Truhe und wir haben die Cutters gefunden. Schon fünf Items von acht insgesamt, nicht schlecht. Und noch ein Pokal. Gehen wir nochmal zurück in die Frost Cave, denn hier war ja noch ein Gitter, das wir aufmachen konnten. Und dahinter ist eine Pistole. Ja, wir haben wieder 20 Schuss. Wunderbar. Gut, dann war es das aber auch, was wir so an Sachen in der Ice Cave oder in der Frost Cave finden können. Deswegen gehe ich nochmal in das Gefängnis. Denn hier waren ja auch noch solche Sachen. Zum Beispiel diese Truhe mit noch einer Pistole drin.
Und hier ist nur eine Fledermaus. Das öffnen wir nicht. Hier ist noch eine Schatztruhe. Da haben wir einen Heiltrank. Oh, genau. Ein Pokal, den wollen wir auch haben. Da ist nur eine Fledermaus. Da sind wir rausgekommen. Hier haben wir uns durchgeboxt. Da war nämlich ein Pokal hier um die Ecke. Und das ist die Zelle, in der wir gestartet sind. Gut. Dann haben wir jetzt hier auch alles geholt. Im Dungeon da drunter, und da wo es so rot war, hatten wir auch alles. Das heißt, der einzige Weg, der uns jetzt noch offen steht, ist durch diese Gitter. Und ich möchte eigentlich nicht hin, denn ihr könnt vielleicht schon sehen, die Viecher können schießen. Und die sind ziemlich nervig, weil ich viel Schaden nehme durch die. Oh, na gut, ich habe zu viel Schuss gerade eben verbraucht, deswegen versuche ich jetzt die mit meinem Powerglove zu töten. Und oh, es lief erstaunlich gut. Ich bin überrascht. Wunderbar, ich habe nur wenig Schaden genommen. Mache ich mal das alles noch kaputt und begebe mich in die Höhle des Löwen, oder auch bekannt unter dem Namen Krypta.